Und weil ihr jetzt bei Minecraft wir warten jetzt raus sind, was sich hier befindet in dieser Höhle. Aber zuvor möchte ich ja noch die ernsten Schildernamen benennen. Dafür brauchen wir Holz. Ich habe jetzt den Skin geändert. Wir haben jetzt einen Spy-Skin aus Team Fortress 2. Ich wollte eigentlich einen Engineer-Skin haben, aber die gingen alle irgendwie nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so intensiv danach gesucht. Da habe ich mir gedacht, nehme ich einfach mal einen Spy, der passt eigentlich auch. Und ja, sammeln wir mal ein wenig Holz. Ich wünschte, ich hätte jetzt den Timmermod drauf, der wäre jetzt nicht schlecht für die großen Bäume. Weil ich hasse es, so große Bäume abzubauen. Weil da oben komme ich nie immer ran, da muss man sich immer so stapeln mit Erde und darauf habe ich nie Lust drauf. Und deswegen lasse ich sie auch manchmal immer so oben und vergesse und dann bleiben sie über Versionen so. Ich habe noch einen Baum aus meiner Let's Show Welt, die der ist schon seit der 1.6 glaube ich, ne 1.7 war es. Der ist noch seit der 1.7 steht er da mit dieser, ja so ungefähr wie es jetzt da angezeigt wird. So. Ja, hier ist ein Apfel, Apfel! Hey Apple! Und da ist noch ein Apple. Wir nehmen das ganze Zeug mit. Und warum leckt es jetzt auf einmal? Hallo? Hallo? What the fuck? Hä? Tja, wenn Minecraft abstürzt, was soll man da machen? Jetzt bin ich annoying. Okay, ja, wir waren dabei, den Baum jetzt abzufällen. Und, ach ja, wir wollten das Holz für die Schilder sammeln, genau. Ich frage mich gerade, warum sammeln wir Holz? Und mein Magen knurrt die ganze Zeit, weil ich noch heute noch nichts gegessen habe, aber ist mir egal. So, wie wollen wir die Truhen jetzt einräumen? Wir haben ja sehr viele Truhen. Hier wollte ich doch eine hinbauen, oder? Nee, wollte ich nicht. Oder doch, wollte ich? Nee. Doch, nee. Ja, das passt dir dann zur Säule nicht mehr, deswegen, aber erstmal. Ja, schon wieder dieser Nachbar. Dieser unfreundliche Nachbar namens Zombie. Ja. Ich habe eine Idee. Wir bauen hier ein Crafting Table hin. Ach, nur mal die ganzen Bretter hier verbrauchen. Machen das jetzt so. Hä? Das Handwerk, da stand gerade Handwerk und Inventar so blinkend, also ganz hell. Anscheinend verändert sich das immer. Kann sein, dass es am Texture Pack liegt oder am Spiel, ich weiß gar nicht. Und die Musik kenne ich gar nicht. Doch, die kenne ich. Das ist, keine Ahnung, aus keine Ahnung. Okay, machen wir. Ach, ich hätte mir noch eine Truhe machen sollen. Schnauze! Und nochmal ein Crafting Table oder einen Ofen. Was soll ein Ofen machen? Ja, wir haben hier einen Ofen. Stimmt ja. So, das passt eigentlich. Tun wir es jetzt beschriften. Also gut, hier möchte ich Erde reintun in diesem. In dieser Truhe. Aber jetzt brauchen wir Schilder. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, platzieren wir hier hin und schreiben hin Erde. Und tun dort die Erde rein. Klingt logisch, ne? Und so machen wir es jetzt den ganzen bei jeder Truhe. Jetzt mache ich noch eine für Cobblestones, also für Pflastersteine. Pflastersteine. Das ist so der Grund, Rohstoff Erde und Pflastersteine. Also diese Ressourcen werden wir in Hülle und Fülle haben. Gut, dann mache ich mir noch eine Truhe für Holz. Eine für das Essen, eine für Pflanzenzeug. Wir können es ja später noch detaillierter machen, weil wir haben eh noch genug Truhen. Und hier kommt hin. Ach ja, Holz. Holz. Moment, muss kurz schauen, ob die Lautstärke passt. Ja, passt eigentlich, ne?
Und wem es zu laut ist, der sollte lieber zum Ohrenarzt gehen. Oder was weiß ich. So, was tun wir hier rein? Gravel, hier können wir Gravel reintun. Gravel, also schreibe ich schon auf Deutsch. Kies und Feuer. Steine. Ja, Feuer, das Steine passt nicht mehr hin, deswegen nur Feuerstein. Okay. Was machen wir denn jetzt? Da tun wir es mal aussortieren, schon dabei. Also, haben wir hier irgendwie Kies oder Feuersteine? Ach, hier ist ja noch andere Grimpel von uns drin. Nehmen wir das einfach mal mit. Ach ja, jetzt weiß ich genau. Jetzt habe ich noch eine Truhe. So, das können wir eigentlich stacken. Okay, dann tun wir das so hin, so hin, so hin. Zack, zack. Und hier mache ich Erze. Also hier kommen die ganze Kohle, Eisen und so rein. Diamanten später auch noch. Und Pipapo und Tralala. Wie spät ist jetzt das eigentlich? Es ist jetzt Mahlzeit. Hahaha. Okay, haben wir irgendwelche Erze dabei? Bestimmt eigentlich, ne? Spinnenaugen haben wir. Spinnenaugen sind keine Erze. die müssen hier auch drin sein, ne? Erde kommt hier rein, damit hier alles schön sortiert ist. Im Moos, der Stein, das kann man, da können wir eine Dungeon-Truhe machen, da wo das ganze Dungeon-Zeug reinkommt. Sattel und so weiter. So, kommen die Pflastersteine rein. Kies. Ja, Kies passt eigentlich. Du bleibst hier drin. Feuerstein auch, damit wir es sehen, dass das da reingehört. Und, hä? Will ich mir ein, ich habe da gerade Schritte gehört. Oder ist es nur meine Phobie? Kann alles sein. Na gut, mache ich eine für NPC-Zeug. NPC-Zeug, oder wie nenne ich sie denn jetzt? Mob-Zeug? Nee. Monster-Sachen oder so. Keine Ahnung. Ich nenne es Monster-Zeugs. Monster-Zeugs. So, da tun wir jetzt die Augen rein. Ich kann einfach gleich sagen, NPC-Zeugs oder so. NPC-Zeugs. So, tun wir jetzt alles rein. Und zwar die Faden gehören dazu. Schwarzpulver von den Creepern. Tintenbeutel von den Tintenfischen. Okay. Wir haben ja oben im ersten Stock noch ein bisschen Zeug, verrottetes Fleisch, das kommt auch hier rein. Das haben wir von einem Zombie ergattert. Nehmen wir das einfach mal mit, damit wir wissen, dass die Truhe hier jetzt leer ist. Dann das Eisenerz ist nämlich hier auch gleich mit. Tut einfach mal die Schaufel da rein. Nein, hier nicht lang. Hier lang. Erze, ja passt, also hier rein. Das können wir ja später noch brennen, wenn wir lustig drauf sind. So, dann mache ich noch eine für Werkzeug. Hä? Achso, ich habe den Stick falsch platziert. Na toll, Inventar voll. Aber egal. Schmeißen wir einfach mal das weg. Das sammeln wir eh später wieder ein. So, Werkzeuge. Ne, ihr wisst, was da reinkommt. Die ganzen Werkzeuge und so. Eisenäxte. Hacken. Und Spitzhacken und Schaufeln. Und Schwerter. Und Bögen. Ich tue jetzt einfach mal alles rein. Das können wir später noch detaillierter machen, wie gesagt. Ist ja alles nur grob. Schnauze, Zombie. Dich hat niemand gefragt. Okay, dann mache ich noch eine für Bauzeug. Also, da kommen die ganzen Türen, Treppen und so rein. Halt alles, was wir gecraftet haben. Ich nenne sie einfach, nein! Ach ja, stimmt, ich wollte hier Ranken platzieren im Keller. Gut, dass es jetzt ein glücklicher Fehler ist.
Das erregt nämlich ein bisschen eine bessere Atmosphäre hier, ein paar Ranken hier zu platzieren. Okay. Er hat direkt gesagt. Nee. Perverslinge. Naturzeugs. Naturzeugs. Kommt alles rein. Säpplinge und so. Zuckerrohr. Laubweizen. Na, Äpfel würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber Samen. So. Er hat Samen gesagt. Schnauze. So, hier. Zack, 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 zack. Muss mal kurz schauen, wie spät es ist. Ich muss hier unbedingt eine Anbindung bauen, damit ich immer weiß, wie spät es ist. Ja, passt genau. Sehr schön. Auf die Sekunde wird's Nacht. Okay, ich nenn's einfach Bauzeugs. So, was kommt hier rein? Ganz einfach. Zeug, was gecraftet wurde. Treppen und so und Falltüren. Glasscheiben. Glas auch noch. Hey, ich erkenne gar kein Glas bei dem Texture Pack. Komisch, naja. Ja, Glas ist ja auch durchsichtig, ist klar, aber sollte man schon wenigstens ein bisschen erkennen können. So, hier oben haben wir noch ein paar Sachen. Fressen. Ich mache jetzt eine Fressentruhe. Wirst du mal alles mitnehmen. Das kommt in die Ding rein, in die Bautruhe. Bauzeugstruhe. Das Fressen wird Ziegelstein kommen in die Bautruhe. Fäden nimmer mit. Apfel. So, ich mache jetzt eine Fressentruhe. Ah! So, hier. Zack, 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 zack. Eigentlich heißt es ja auf Deutsch Lebensmittel, aber. Pff, wir sind hier nicht in irgendeiner Küche. Ich schreibe einfach in Fressen. Fressen! So, Pilzsuppen kommen rein. Da können wir eigentlich Weizen auch noch rein tun, weil es ist ja eigentlich auffressen. Na, ja, Rottenfleisch ist zwar essen, aber ich mache das doch eher. Möchte es doch eher zu NPC-Zeugs hin tun. Bauzeugs hier, hier und hier. Hm, was machen wir mit den Moosensteinen? Da können wir Dungeon-Zeugs machen. So, also Dungeon-Truhe meine ich. Werkzeuge, NPC-Zeugs, kommen die Fäden rein. Erze, da haben wir noch das Eisen. Das gebratene Kies, Feuerstein. Okay, haben wir oben noch etwas. Fressen, fressen, Pilze und so sind auch fressen. Knochenmehl ist NPC-Zeugs, Eier sind NPC-Zeugs. Federn und so, Knochen, Leder. Schere gehört zu Werkzeuge rein, Steak ist fressen, Angel ist Werkzeug. Hm, und die Sandplatte noch da. Und hier die Erde kommt, nehme ich auch noch mit. Hier kommt die Erde rein. Bei den Steinen und Steinziegeln, ich glaube, da mache ich mir auch noch eine extra Truhe. Bauzeugs fressen. Wir haben so viel Suppen. Pilze kommen rein. Haben wir noch ein paar Schalen übrig? Ja, hier. Dann machen wir einfach mal daraus auch einfach fressen. Gleich jetzt da. Wo sind die anderen Pilze? Habe ich sie schon rein? Ne, habe ich nicht. Braune und wir haben noch. Hier sind sie. Zack. Ja, mache ich gleich so. Zack und zack. Einen lasse ich hier, weil wir brauchen ja noch einen, um sie vermehren zu können. Ja genau, die sind hier. Und zack. So, und die Pilzsuppen kommen. Nein, die Fackeln bleiben hier. Hier so. Das Hühnchen müssen wir noch braten. Das Steak kommt rein. Aber ich tue es einfach mal rein, ist ja egal. Braten können wir es ja irgendwann auch noch. So, ich glaube, Steinziegel gehört eher zu Bauzeugs hin, oder? Ne, kommt das natürlich aus. Weil das finde ich da nie im Leben mehr. Halt, nein, Zuckerrohr kommt hier rein. So. Lehm kann ich eigentlich braten. Säpplinge kommen rein.
Okay, die Pilze tue ich auch mal rein. Ich weiß, dass wir sie vermehren müssen. Ach, das mache ich gleich. So. Dann tue ich die 1, 2, 3 einfach mal da rein. So. Ei, ei. Was mache ich denn mit dem Ei? Erstmal das ganze NPC-Zeug rein. Die Eier ebenfalls. Und die Feder auch. Knochen natürlich auch. Und Knochenmehl. Ne, Knochenmehl brauchen wir, um die Pilze zu vermehren. Da lasse ich mal zwei hier. So, wo ist die Werkzeugtruhe? Werkzeugtruhe, die ist hier oben, ne? Ja, hier ist sie. Da kommt die Angel, die Schere rein. Und die Pfeile eigentlich auch. Ach, durch die Fackeln auch. Wobei, die brauchen. Die Fackeln lassen wir im Inventar. Man weiß ja nie. So. Schnauze! So, dann machen wir noch ein paar neue Schilder. Zack, zack, zack. Mach ich mal gleich 8 Stück. Wobei, das kommt nicht mehr hin, aber egal. So, dann zack und zack. Nein, nicht so. So und so. Okay. Jetzt holst du es genau aufgegangen. Für 4 Schilder. 1, 2, 3, 4. Na, reicht nicht ganz. Gut, das können wir daneben fressen hin tun. Die Kohle kommt hier auch noch rein. Hier, Kohle. Dungeon, ne, dran, Dungeon Truhe wollte ich machen, genau. Dungeon. Nein, Dungeon. Dungeon. So, wir haben übrigens keine Truhe gehabt in den Dungeon, was wir gefunden haben, was mich sehr wundert. Also in dem Spinnenspawner haben wir keinen Dungeon gefunden. Ach ja, passt eigentlich. So. Dann mache ich noch eine für Steine. Nein, nicht so. Du kommst weg. So, hier. Steine. Zack, zack. Zack. Sand. In Klammer Steine. Mache ich auch noch eine Truhe. Ist der Stein, die Steine sind leider oben, aber es macht nichts. Nehme ich es einfach mal mit. Zack, 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 zack. Okay, das kommt dann da rein. Sand, Steine. Natürlich möchte ich es aussortieren. Der normale Sand kommt oben rein und die anderen individuellen Steine kommen so hinein. Hm, was denn jetzt noch für eine Truhe? Ich mache noch eine Truhe, um dieses ganze Zeug schnell reinzuschmeißen. Krempel. Eine Krempeltruhe. Tu mal einfach mal das Zeug rein, was wir eben gerade nicht brauchen. Aber zuerst möchte ich die Pilze vermehren. Wie spät ist es jetzt? Ja, geht Nachmittag. So, dann hier, zack. Na, warum geht es jetzt nicht? Hä? Warum kann ich den Pilz nicht platzieren? Kann ich jetzt mit dem anderen? Auch nicht. Oder muss der an einen dunklen Ort platziert werden? Hä? Ich kann den Pilz nicht platzieren. Was geht ab? Ist das irgendein neues Update? Sehr merkwürdig. Ich bin zu behindert, einen Pilz zu platzieren. Alles mitnehmen. Vielleicht liegt es ja auch am Zombie, dass es nicht geht, oder? Hä? Warum geht es nicht? Warum geht es nicht? Ich gehe zu Mojang und frage, warum kann ich keine Pilze platzieren? Egal. Ist ja auch egal, lagern wir es einfach. Ja, auf die Schnelle, ich möchte jetzt schauen, wo der Zombie herkommt. Na, Fackeln brauchen wir schon dafür. So, ein Schwert nehme ich jetzt auch mit. Oder ein Bogen, das hier nehme ich auch mit. Das, 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 das. Oh, scheiße, oben ist offen. Oben ist offen! Immer... ne, ist nicht offen. Phobie! Ah!
Schmerzen! Was brauchen wir denn noch, um einen Zombie zu töten? Eine Rüstung. Gönne ich mir jetzt eine Rüstung? Na, mit 3 Leder ist es schwierig, eine Rüstung zu machen. Gehen wir einfach wild drauf los, aber zuerst müssen wir warten, bis Nacht ist, weil ich will ungern das in der Nacht machen. Was machen wir denn dabei? Ja, genau. Warum liegt hier noch Zuckerrohr? Überall liegt der Zuckerrohr. So. Ja. Nehmen wir mal Erde mit, damit wir dieses Loch da reparieren können. Und meine Stimme hat sich wieder verändert. Jedes Mal dasselbe. Hallöchen, ich begrüße Sie mit meiner neuen Stimme. Ich bin ein Bogenschütze. Ich schieße den Leuten Pfeile ins Knie. Aber erst warte ich, bis es Nacht ist, damit ich die Leute Pfeile ins Knie schießen kann. Doch währenddessen reparieren wir dieses Loch da. So. Hey! Schnell muss pennen gehen, bevor Nacht kommt. Bevor ich nachkomme. Hahaha. Du kannst nur nachts schlafen. Und jetzt? Immer noch nicht. Und jetzt? Jetzt geht's. Guten Morgen. So, machen wir erstmal das Loch hier fertig und dann schauen wir nach, wo der Zombie herkommt. Oder die Zombie-Geräusche. Zack, zack. So. Das kommt mit. Okay, dann schauen wir mal nach. Zombie! Ich grab mal wieder so eine Treppe nach unten. Und folge dem Geräusch des Zombies. Wie bei der Spinne damals, wo wir den Spinnenspawner gefunden haben. Aha. Nein! Schaufel kaputt! Hä? Kommt der Geräusch von hier? Das ist der Geräusch, ja toll, der Gerät. Hä? Schrei endlich, Zombie. Haben wir erst einmal alles um, so. Und ein Skelett ist hier, oh mein Gott. Da werde ich mich erschrecken, wenn dann das Loch freigeschossen wird. Das ist hier ungefähr. Hier ganz in der Nähe. Zeig dich! Ich bin die Polizei! Hallo? Aha, da ist was. Erste Mal Licht machen. Oh, ein Creeper. Also, wir haben jetzt die Höhle gefunden. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dorthin? Hallo Creeper, seht ihr den Creeper? Creeper? Du warst es, das die ganze Zeit uns genervt hat. Wohoho. Na komm her. Hehehe.
Und tschüss. So. Wo ist dein Skelett? Oh! Ein Skelett und ein Oktopus. Und tschüss! An der Musik. Ich habe ja gesehen, im letzten Part die Musik war ein bisschen verbuggt. Ihr armen Oktopusse, das ist die globale Erwärmung, die euch geschadet hat. Ja gut, sonst scheint hier nichts zu sein, bis auf diese kleinen Kameraden hier. Gehen wir mal wieder raus. Wie spät ist es? Ja komm, schlachte ich sie einfach mal. Die Oktopusse. Ich tu dich erlösen von deinem Leiden. Er war noch so jung. Und du auch. So, tun wir mal hier dieses Wasser hier abfließen lassen. Ach, da geht's nach oben. Okay. So, und damit hätten wir dieses stöhnende Problem gelöst. Gehen wir wieder raus. Schließen das Loch wieder. Zack, zack. Und ja. Was machen wir denn im nächsten Part? Also ich möchte den Part jetzt gleich beenden. Im nächsten Part schauen wir nach, ob ich glaube, ich möchte mal das Haus ein bisschen vergrößern, weil diese Schachtel da, die sieht auch nicht so geil aus. Ja, komm, vergrößern wir im nächsten Part das Haus. Bis dann, servus.